Mit 50% bin ich wieder investiert in Bitcoin. In diesem Video werde ich euch sagen, warum ich gerade wieder gekauft habe. Zweitens, was das bedeutet, spekulatives Bitcoin-Kapital. Und drittens werde ich auch auf eine Analyse eingehen, mit der ich deutlich daneben gegriffen habe. Also, geht flott, schaut es euch an. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, Bitcoin zieht an. Es wird also Zeit, darüber zu sprechen. Das ist übrigens der Basiswert, zu dem ich die meisten Zuschriften in den letzten Tagen bekommen habe. Insofern komme ich eurem Wunsch sehr gerne nach. Es wird hier gleich um die Charttechnik gehen. Und wer jetzt sagt, naja, da steckt noch viel mehr dahinter, der hat natürlich recht. Aber allein mit der Charttechnik habe ich kurzfristig eine Performance von 50% im Bitcoin-Markt gemacht. Denn Charttechnik ist nicht etwa eine Analysetechnik, mit der man bei Bitcoin nicht so weit kommt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Denn Charttechnik heißt, oder Markttechnik, nennen wir es mal so, zu ganz großen Teilen, ich beschäftige mich mit der sichtbar gewordenen Psychologie. Und Psychologie ist das, was bei Bitcoin eine ganz, ganz große Rolle spielt. Deswegen, ich hoffe, das können viele Reportleser auch bestätigen, deswegen haben die Signale in Bitcoin auch sehr gut funktioniert. Das Signal schlechthin war der Ausbruch über $4.000. Seitdem hat der Kurs zwischenzeitlich um bis zu 10.000 Dollar im Hoch zugelegt. Aber ich weiß natürlich, dass es viele von euch gibt, die gern auch fundamental mehr darüber wissen möchten. Also, welche Kryptowährung ist momentan interessant? Wie ist die neueste Entwicklung? Und. Und für mich der ganz klar beste Kanal im deutschsprachigen Raum ist der von Alexander Mittermeier. Ja, seinen Kanal, den blende ich euch hier unter diesem Video mal ein. Weil es ein Kanal ist, in dem es nicht nur darum geht zu sagen, und sagen wir mal ganz ehrlich, das sind mehr als die Hälfte aller Kanäle, die sich damit beschäftigen. Ey, Bitcoin ist einfach geil, weil du damit super schnell reich werden kannst, Sorry, ich weiß, ich mache das ganz schlecht nach, aber meine Frau lacht gerade. Aber mal ganz ehrlich, weil du damit super schnell reich werden kannst und weil das Finanzsystem sowieso super auf dem absteigenden Ast ist, Alter, weil das nun mal keine Erklärung ist, solltet ihr euch die fundamental nachvollziehbaren Erklärungen vom Alexander durchaus mal angucken. Also, so viel zu seinem Kanal. Geht bitte mal rauf. Ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt schauen wir direkt, was der Kurs aktuell macht. Bitcoin an einer ganz, ganz wichtigen Marke. Bitte schaut mit mir auf meinen Bildschirm. So, das hier ist Bitcoin. Wichtige Feststellung, der Zeitstempel. Es ist jetzt Mittwoch, 4. September, 18.17 Uhr. Das heißt rund 24 Stunden, bevor ihr das Video seht. Gerade bei Bitcoin ist diese Feststellung natürlich wichtig, denn in 24 Stunden kann Bitcoin ja easily $1.000 höher oder niedriger stehen. Mehr geht auch. An dem grundsätzlichen Setup sollte das allerdings nichts ändern. Ganz klar, Butter bei die Fische. Ihr wisst es, im Trading, und ich weiß es auch und sage es auch immer wieder, kann es selbstverständlich Fehlsignale geben, die gehören zum Geschäft. Und ich habe vor rund 2 Wochen im Report 2 Marken für Trader genannt, die aus meiner Sicht bei Bitcoin relevant waren. Ich blende euch diesen Auszug hier aus dem Report einmal ganz kurz ein. Unter 9.800, das war hier im Übrigen die, ihr seht noch, mehrfach ist der Markt hier von 9.800 nach oben abgeprallt. Ja, hier in etwa immer wieder das Low, immer wieder gekauft. Das war für mich verbunden mit der Tatsache, dass wir hier die Unterseite von so einem Dreieck haben. Entschuldigung, ich niese, glaube ich, gleich mal. Nee, geht. Für mich ganz klar der Trigger, wenn Bitcoin unter 9.800 wegbricht, dann könnte es deutlich tiefer gehen. Ja, im Tief waren wir auch bei etwa, wo haben wir hier bei Runden, knapp über 9.300.
Aber ich gebe auch ganz offen zu, wenn, ja, hier unterhalb von 9.800 hätte ich durchaus erwartet, dass Bitcoin noch eine ganze Ecke tiefer rutschen kann. Zumal der Wert es eben auch über viele Tage hinweg nicht mehr geschafft hat, über das 61,8er Retracement hier anzusteigen bei 10.800. Dazu muss ich mal richtig reinscrollen. Mir war übrigens ein Leser, war mir richtig sauer, ja, an der Stelle richtig böse, dass es so gekommen ist und hat mir die Worte möchte ich hier nicht wiederholen. Ihr seht hier, bei 10.800 ist das 61,8er Retracement, auch wenn das auf mehrfach hier über- und unterschritten wurde. Unter dem Strich bleibt es für mich, hat es eine gewisse Aussagekraft. Ja, dieser User war unzufrieden damit, dass meine Analyse nicht gestimmt hat. Insbesondere mein Hinweis, dass im aktiven Trading man durchaus sehr viel Geld verdienen kann mit einer Trefferquote von 60-65%. Also ihr könnt ja mal die Bücher der Trading-Legenden lesen, dann seht ihr auch, das ist gar kein Problem. Ich kenne erfolgreiche Trader mit knapp über 50%. Trefferquote spielt eine weit untergeordnete Rolle. Profitquote, darum geht es. Dabei wollte er überhaupt nicht hören und was soll ich machen? Dennoch, der Report hier unter diesem Video könnt ihr euch für eintragen, absolut kostenlos. Und ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, dann auch die Beschwerde an mich richten. Ich denke aber, dass hoffentlich klar ist, dass es im Trading dazugehört. Die Einschätzung, dass Bitcoin unter 9.800 massiv einbrechen würde, war verkehrt. Jetzt haben wir sogar eine neue Unterstützung hier bei rund 9.400. Die kann ich ja mal eintragen. Ja. Im Übrigen, fast noch schlimmer sind Beschwerden von der Zuschriften. Ich muss gerade lachen, weil das wirklich teilweise köstlich ist, kommt aber sehr, sehr selten mittlerweile vor. Könnte an meinen Antworten liegen, ich weiß es nicht genau. Wenn mir einer im Nachhinein schreibt, ja, das war doch eigentlich klar, dass es so kommen würde, du Blindfisch. Ah ja, Trading im Nachhinein, das ist mein allerliebstes. Ja, im Nachhinein ist es ein bisschen klarer. So, konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt. Denn die zweite Aussage, zu der stehe ich weiterhin. Und die lautete ja, oberhalb des Widerstandes zwischen 10.400 und 10.500 ist Bitcoin für mich im positiven Terrain, also tendenziell kaufenswert. Wir bewegen uns in etwa auf diesem Niveau, deswegen habe ich das Bitcoin-Video jetzt auch eingeschoben. Wir haben gestern einen Anstieg über den gleitenden Durchschnitt gesehen, das reicht noch nicht. Ja, ich möchte hier ganz klar sagen, ich bin teilweise, ich werde gleich noch darauf eingehen, wie das gemeint ist, mit meinem spekulativen Bitcoin-Kapital bin ich investiert. Und zwar zu 50%. Ich werde aufstocken, wenn Bitcoin hier über folgende Linie ansteigt, nämlich hier über die 10.800. Ja, zum einen, weil wir dann eine Confirmation, wollte ich sagen, nicht so viele Anglizismen, bitte, eine Bestätigung haben, dass es die Bullen ernst meinen, dann wird sich auch im Vergleich zu dem letzten Angriff hier im August, dann werden wir uns auch von diesem gleitenden Durchschnitt zur Oberseite lösen. Und wir werden über das 61,8er Retracement ansteigen. Kursziele? Ganz einfach. Aus meiner Sicht neue Jahreshochs. Und die Jahreshochs, die lagen bisher, ich wusste, ich hätte mich einloggen sollen, die lagen bisher bei knapp unter 14.000. Sollte das hier zur Oberseite rausgehen, dann liegen meine Jahreshochs hier bei über 14.000. Wobei auch klar ist, das eine ist die Analyse, das andere ist das Trading. Wer beispielsweise sagt, okay, ich kaufe bei einem Anstieg über 10.800 und wir sagen mal, man käme zu 11.000 in eine Position hinein, dann wäre ein vernünftiger Stop hier unter diesen Tageskerzen, unter dem gleitenden Durchschnitt, möglicherweise auch unter diesen, diesem Abwärtstrend, der dann überwunden ist. Also sagen wir mal grob 1.000 Dollar Stop. 10% ist im Bitcoin ja nun wahrlich nicht so viel, dann wäre dementsprechend das Risiko verdient bei rund 12.000. Das heißt, es wäre aus meiner Sicht durchaus passend, hier in etwa bei 12.400 Teilgewinne mitzunehmen.
dann den Stop nachzuziehen und mit dem Rest hat man quasi das, was ich gerne Freilos-Trading nenne. Mit dem Rest kann man dann nämlich risikolos auf weiter steigende Kurse spekulieren. Und spätestens bei einem Tagesschlusskurs über 12.900 sollten die 14.000 nur eine Durchgangsstation sein. Also, wie immer im Trading, eine Wenn-Dann-Situation, die ich hier beschreibe. Und eines muss glasklar sein. Nein, zwei Dinge in dem Fall. Erstens, da ich teilweise bereits investiert bin, bin ich möglicherweise nicht mehr neutral. Und zweitens, Bitcoin ist hochspekulativ. Der Herr, der mir da böse war, der wusste nicht, dass es im Trading durchaus auch Verluste geben kann. Der dachte, Eriksen macht eine Ansage, so kommt es. Wenn es nicht so kommt, dann schreibe ich ihm eine Beschwerde. Was für eine Frechheit. So etwas kann ich nicht annehmen. Die Beschwerdestelle dafür ist geschlossen. Ja? Auch diese Analyse kann verkehrt sein. Vielleicht sogar sollte man davon ausgehen, okay, meine letzte Ansage, also unter 9.800 geht es deutlich tiefer, ja, beispielsweise mal bis 8.500 hätte es gehen sollen, die war verkehrt. Das heißt also, möglicherweise habe ich ein verkehrtes Setup. Kann durchaus sein. Aber das ist das Setup, was ich euch hier vorstelle und so setze ich es persönlich auch um. Okay, bleibt abschließend noch die Aufklärung, was heißt das? Ich bin zu 50% mit meinem spekulativen Bitcoin-Kapital investiert. Letztendlich betrachte ich Bitcoin unter zweierlei Aspekten, so ähnlich wie bei Gold und Silber, bei den Edelmetallen. Das heißt also, ich habe lange, lange schon seit der Jahrtausendwende, kommt es ungefähr hin, ich glaube sogar knapp davor, Gold und Silber gekauft. Und dieses Gold und Silber habe ich physisch gekauft und lasse es liegen. Hab schon erzählt, im Jahr 2011 habe ich mal ein bisschen Gold verkauft. Aber ansonsten ist der Bestand relativ konstant geblieben. Wie so eine Versicherung und schlicht und einfach eine Assetklasse, die sich unter dem Strich dann auch ganz gut entwickelt hat. So, darüber hinaus bin ich natürlich als Trader permanent auf der Suche nach Chancen. Das heißt also, ich habe in den letzten Monaten Goldminenaktien gekauft, auch immer mal eine Long-Position in Silber gehabt, in Gold gehabt, weil diese Edelmetalle eben sehr schöne Kaufsignale generiert haben. Aber dort nehme ich dann auch aktiv wieder Gewinne mit, wenn ich meine Zwischenziele sind erreicht. Also Silber ist ja nur noch gestiegen und was so steigt, muss irgendwann auch mal eine Korrektur erfahren. Ja? Ich sage nicht, dass es jetzt sein wird, werden wir uns in einem der nächsten Videos anschauen. So ähnlich mache ich es auch bei Bitcoin. Ich habe Bitcoin gekauft, die ersten Bitcoin zu unter 1000 Dollar auf jeden Fall, noch unter 500 Dollar sogar. Habe hier auch ein Video gemacht, habe meinen Einstand rausgenommen. Das heißt, wenn Bitcoin auf Null fällt, dann macht mir das nichts, weil ich unter dem Strich damit immer einen Gewinn erzielt haben werde. Aber das ist sozusagen mein Bestand und den fasse ich nicht an. Ja, macht einen gewissen Bestandteil meines Vermögens aus, als Teil des diversifizierten Vermögensaufbaus. Und der liegt dann da. Ja klar, ist ein spekulativer Teil. Den fasse ich aber nicht an. Das heißt, ich habe die Stücke weder bei 20.000 Dollar verkauft, noch habe ich da groß etwa, ja, doch, ich habe ein paar Ethereum nachgekauft und ich glaube ein oder zwei Bitcoin, aber ansonsten habe ich da groß nicht etwas gemacht in den letzten Monaten. Schwankungen sind okay und letztendlich, wenn Bitcoin über 100.000 steigt oder höher, ja, die Kursziele, da darf man sich ja eins aussuchen, dann bin ich zufrieden und dann bin ich dabei. Aber natürlich möchte ich auch von kurzfristigen Schwankungen profitieren und das mache ich, habe ich euch gezeigt, im Wesentlichen über die Bison-App. Darauf bezieht sich auch das, was ich anfangs gesagt habe. Ich war dort rund 75% im Plus, bin jetzt ungefähr 50% im Plus und dort steige ich nicht, ich gehe nicht immer all in und dann wieder raus, sondern in Tranchen. Das mache ich aufgrund der hohen Volatilität. Das heißt, ich habe euch bei Bitcoin jetzt gezeigt, oberhalb von 10.400, 10.500 kann aus meiner Sicht der Kurs weiter steigen. Eine Bestätigung über 10.800. Das heißt, ich bin aktuell 50% investiert, würde aber diese 50% selbstverständlich auch wieder verkaufen, wenn wir also unter 9.800 abrutschen. Ja, das ist
Trading. Das ist der Unterschied zwischen ich kaufe und ich halte und ich hoffe einfach, dass es gut geht. 1, 2, 3, alle müssen versteckt sein. So ist kein Trading. Ja, beim Trading muss man auch mal aktiv Verluste realisieren. Man kann nicht sagen, langfristig wird es auf jeden Fall steigen. So funktioniert Trading nicht. Man sitzt nicht jede Korrektur aus. Das ist Buy and Hold. Kann man machen. So, auf der anderen Seite werde ich die 50% gerne auch aufstocken auf, ja, bis zu 100%, wenn wir über 10.800 ansteigen. Das ist mein spekulatives Bitcoin-Kapital und das sehe ich getrennt von den fundamentalen physischen Stücken, die da liegen. Ja, physische Stücke ist so ein bisschen schwierig bei einer Kryptowährung, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Das war's für heute. Jetzt bin ich wie immer gespannt auf eure Kommentare. Und dann wünsche ich euch schon jetzt mal ein schönes Wochenende, hoffentlich mit steigenden Bitcoin-Kursen. Also, macht's gut, bis dann und ciao.